Dann habe ich noch eine Ankündigung zu machen. Und zwar habe ich jetzt einen eigenen Teamspeak. Dieser findet sich unter der Adresse bumstoggy.de wieder. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr da gerne drauf gehen. Dann können wir mal zusammen spielen. Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Kids. Wir spielen das Kid Känguru und das Känguru kann Doppelsprünge ausführen. Je mehr Hunger du hast, desto kürzer kannst du springen. Ja, das ist auch schon, die Welt wird noch geladen. Okay, geht's los. So, hier stand irgendwie die ganze Zeit, die Welt wird noch geladen. Okay, jetzt ist sie geladen worden und jetzt geht's dann auch schon los. Ja, ich bin mal gespannt, ob das ein sinnvoller Nerf ist, weil man ja normalerweise immer das Essen auch aufrecht hält. Aber für die ein oder andere Situation ist es bestimmt gut. Ich teste heute mal das Kit, wie es mir gefällt. Ich muss sagen, ich spiele das ja nie, weil es sind in letzter Zeit auch so viele Kängurus oder Zielsucher unterwegs. Also ich muss sagen, die meisten Kits in letzter Zeit sind eindeutig Kängurus, Zielsucher, Schinken und Ritter. Das sind so die meisten Kits, die in letzter Zeit gespielt werden. Ihr könnt ja mal schreiben, an welchem Kit ihr am meisten sterbt. Bei mir ist es meistens der Ritter oder der Zielsucher, wo ich dann drauf gehe, weil natürlich der Zielsucher, der kombaut am besten noch die Leute, die einen guten Ping haben und dann Zielsucher spielen. Die kombauen dich natürlich weg und hast du keine Chance. Und dann natürlich noch die Leute mit dem Ritter-Kit, die das Kit nutzen. Ich finde das Kit auch ziemlich, ziemlich cool. Nur es ist halt verbuggt bis zum Ende und die Gegner können weder das Pferd noch den Spieler teilweise schlagen. Und somit ist das Ritter-Kit natürlich eins der Kits, das auch sehr, sehr oft gespielt wird in letzter Zeit. Davon sind einige Kits, davon möchte ich mir noch was schnappen auf jeden Fall. So. Oh, da war aber leider nichts Gutes drin. Müssen wir schnell wieder weg jetzt. Schnell wieder Wind. Wie wir sind. Und in 10 Sekunden geht es auch schon los. Dann muss ich mir jetzt ganz, ganz schnell ein Eisenschwert machen. Jetzt bin ich tot. Oh, perfekt. Ich habe es noch geschafft. Ich habe es tatsächlich noch geschafft. Kaum zu glauben. Aber ich habe es noch geschafft. Und ich hole mir jetzt mal hier den Speedblock und hau einfach mal so ab. Und renne dem Gegner jetzt schön ins Gesicht und dann töte ich ihn. So. Gut. Dann habe ich noch eine Ankündigung zu machen. Und zwar habe ich jetzt einen eigenen Teamspeak. Dieser findet sich unter der Adresse bumstoggy.de wieder. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr da gerne drauf gehen. Dann können wir mal zusammen spielen. Und dann können wir mal so ein bisschen Endergame spielen. Oder Survival Games oder was auch immer. Ihr könnt gerne drauf joinen. Der ganze Teamspeak wurde mir von preparedhoster.de gesponsert. Vielen Dank nochmal an euch für die tolle Zusammenarbeit. Und schaut auf jeden Fall mal auf deren Seite vorbei. Checkt die unbedingt ab. Die sind wirklich richtig cool drauf. Und wenn auch ihr einen Minecraft-Server oder irgend sowas in der Art benötigt, dann meldet euch dort einfach mal und schwuppsdiwupps. Habt ihr schon einen super schnellen funktionierenden Server? Gut, dann sind wir. Ach, der hat mich jetzt aber schön vergiftet, der Lümmel. Aua. Aua, was ist das? Was ist das denn für ein Gifteffekt für ein krasser, bitteschön? Der haut rein, der haut richtig rein. So, Drang der Regeneration. Los. Regenerier. Alter, das war ein Wizard. Aber nicht schlecht, dass wir jetzt einen Wizard getötet haben, weil jetzt haben wir richtig geile Potions, die auch richtig praktisch sind. Jetzt können wir nebenbei auch noch Wizard spielen. Und das ist gut. Känguru Wizard. Keine schlechte Kombo, glaube ich. So, 34 Blöcke. Dann haben wir hier noch ein paar Tränke der Schwäche. Könnten wir auch vielleicht das ein oder andere Mal einsetzen. Sicher nicht verkehrt. So. Oh, da unten. Der Typ. Ich glaube, das ist auch ein Känguru. Ja. Ich glaube, der muss mal sterben. So habe ich zumindest das Gefühl. Oh, hä? Okay, das sind auch Känguru, mein Lieber. Oh, jetzt sind seine Sachen hinter der Wand. Schade. Da hätte ich ihn vielleicht nicht töten sollen. So, nein. Jetzt muss ich aber ganz schnell weg hier. Ganz, ganz schnell weg. So. Drang der Regeneration, schnell, schnell. Dann esse ich ganz schnell was. Und weg mit dem Potion. Zack. Oh, das sind so viele Leute gerade. Das geht so nicht. Das geht so nicht, Leute. Hier sind mir gerade ein bisschen zu viele Spieler.
So. Zack, dann hier hoch. Ich trinke den Trank der Schnelligkeit nochmal. Und was haben wir hier? Trank der Vergiftung. Genau, das ist ja dieser krasse Vergiftungstrank. Perfekt, dann kann ich den jetzt auch gleich einsetzen. Und dann komme ich jetzt einfach schön die Person hier abstauben. Hallo. So, tot. Die Sachen habe ich nicht bekommen. Das bedeutet, er kann sich nicht mehr aufregen, dass ich ihn abgestaubt habe, weil ich habe die Sachen eh nicht bekommen. Dann essen wir ganz schnell was. Und dann habe ich noch zwei Sachen, die ich gerne ansprechen möchte. Und zwar meine Social Media Plattform. Ganz, ganz viele von euch fragen mich immer wieder so, yo Thomas, magst du bitte mal Livestreams machen? Oder kannst du bitte mal dein Instagram verlinken? Oder bla bla bla. Instagram und Twitch findet ihr jetzt mit Twitter und allen anderen Social Media Plattformen in der Videobeschreibung. Auf Twitter bin ich derzeit am aktivsten. Also da schreibe ich euch auch immer so, yo, ich mache gerade das und das und mache gerade dies und dies und heute kommt deswegen kein Video und bla bla bla. Das findet ihr also somit immer auf meinem Instagram-Profil. Und du musst jetzt sterben! Oh, der tut mir leid, der wurde tatsächlich in den Kampf reingeportet. Aber da kann ich jetzt auch nichts machen. Und werde mir jetzt einfach mal seinen Stuff gönnen. Seinen schicken Stuff. So, genau, die Schuhe, die sind natürlich nice. Und ich glaube, das war's soweit. Dann eine Werkbank. Ich weiß jetzt gar nicht, wann ich das letzte Mal geportet wurde. Egal, ich mache jetzt einfach mal schnell Diamanthose. Super. Und dann kann ich mir noch schöne Eisenschuhe machen und einen Eisenhelm. Zack, zack. Gut, dann sind wir echt schon mal echt super ausgerüstet. Und dann können wir uns eigentlich auch noch zwei schöne goldene Äpfel machen. Ich glaube, das ist auch ziemlich vorteilhaft. Denn wir haben nämlich nur noch ein paar Gegner. Und da ist das, denke ich, schon sehr cool. Ja, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ihr könnt mir auch gerne da auf Twitch folgen. Dann bekommt ihr sowieso immer eine Benachrichtigung, wenn ich streame, weil ich, glaube ich, nicht immer extra eine YouTube-Benachrichtigung raushaue. Wenn, würde ich es dann noch auf Twitter ankündigen und auf, ja, und eben dann per E-Mail. Das wird dann aber Twitch sowieso selbst alleine machen. Nur damit ihr Bescheid wisst, dass ich jetzt auch Twitch und so weiter habe. Habe ich natürlich schon viel, viel länger, aber ich hatte es nie verlinkt, weil ich jetzt nie damit gerechnet habe, dass ich vielleicht irgendwann mal Livestream werde, aber vielleicht in Zukunft. Ich meine, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass ich mal vielleicht einen Lebensstream mache oder einen PvP-Stream. Könnt mir da mal ein paar Tipps in die Kommentare schreiben. Dann, oh mein Gott, vielen Dank für 20.000 Abonnenten. Oh mein Gott, Leute. Was geht eigentlich mit euch ab? Was soll das? Wie 20.000? Seid ihr irgendwie bescheuert im Kopf? Was ist denn mit euch überhaupt los? Hallo? Was habe ich euch denn getan, dass ihr mich so feiert? Was ist denn los bei euch eigentlich? So, schnell ein Goldapfel reinsnacken und dann gehen wir auch schon wieder hier hoch, weil hier oben ist jemand. Und der Gifteffekt macht mir jetzt gerade überhaupt nichts, weil ich ja schön Trank der Regeneration gestoffen habe. So, dann schnell hier hoch. Und wo ist der nächste Gegner? Ne, 40 Blöcke entfernt. Der ist bestimmt hier oben. Kann ich mir gut vorstellen. Ne, doch nicht. Komm, was ist da irgendwie hier hin? Hä? Wo ist der denn? Dann ist er hier irgendwo in der Höhle. Dann muss der hier irgendwo in... Oh, vielleicht hinter dem Vulkan? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Egal, dann stelle ich mich mal hier hin. Vielleicht stirbt die Person dadurch ja. Ja, auf jeden Fall witzig. Kann ich hier mal ein bisschen aussortieren. Zack, zack. Brauche ich nicht. Wenn ich Kürbisse finden würde, würde ich einen Eisengolem jetzt machen. So, zack, zack. Das kann auch weg. Normales Essen brauche ich gar nicht mehr. Ich ernähre mich nur noch von Goldäpfeln. Oh, ich glaube, der kommt jetzt. Vielleicht ist er auch da oben. Der muss doch hier irgendwo in der Nähe sein, Leute. Der muss doch hier irgendwo sein. Kommt immer näher. Oh ja, der ist hier irgendwo. Ich hör ihn sogar kramen. Der meint hier irgendwo. Ich würde lachen, wenn er sich jetzt hier bei der Lava raus meint. Und dann deswegen stirbt. Oh, das ist richtig gruselig, Leute. Oh oh. Nein, jetzt wurde ich auch noch geportet. Nein, jetzt bekämpfen die sich und ich hätte ihn jetzt so schön töten können.
Nein, Leute. Nein. Aber 53 Blöcke. Ich bin nicht weit entfernt. Ich werde kommen und ich werde ihn töten. Leute. Ich bin unterwegs. Habe ich Enderperlen? Perfekt. Zack. Weg damit. Und jetzt werde ich euch alle beide töten. Alle beide. Oh, da ist er ja schon. Da ist er ja schon, dieser Lümmel. Oh. Der hat da einfach zugegraben. Finde ich jetzt aber nicht so ultra nett von dem. Och. Ja, egal. Dann töte ich zuerst den hier. Wenn er denkt, er muss da irgendwelche Spielchen mit mir spielen. Du stirbst jetzt. So. Bam. Tot. So, dann hole ich mir hier noch ein bisschen Stuff von dem. Die Heiltränke und Co. Sonst hatte der eh nichts. Aber dass der sich da einfach so eingräbt, finde ich uncool. So spielt man nicht. So spielt man nicht, Leute. Dann mache ich mir einfach hier mal eine Eisenspitzhacke. Wenn er denkt, er möchte spielen, dann spiele ich mit ihm mit. Wenn er das denkt. Aber ich möchte so nicht spielen, ehrlich gesagt. Das ist nicht so meine Art. So, du wirst jetzt sterben für deine dumme Spielart. Tschüss, GG. So, das war jetzt eine Rache und das musste ich jetzt einfach auch tun. Oben. Muha. So. Auf jeden Fall, Leute. So spielt man kein Endergames. Man geht sich nicht in irgendwelche Löcher, damit die Leute irgendwie dann sterben. Qualvoll, das ist nicht nett. So, und ich würde einfach mal sagen, mein Fazit zu dem Kid Känguru ist, ich glaube, wir haben es einfach unbewusst die ganze Zeit benutzt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob das jetzt so ausschlaggebend war für die Kills, weil es eigentlich eine sehr, sehr wizardhafte Runde war, weil ich ganz oft die Tränke benutzt habe. Trotzdem war es eine schöne Runde und ich empfehle euch, das Kit auf jeden Fall zu kaufen. Ich bin der Meinung, dass ein bisschen weniger Känguru gespielt werden sollte und ein paar andere Kits. Ich finde, Känguru wird so oft gespielt, das ist schon so ein Standard-Kit geworden. Ich finde, dass man auch ein paar andere Kits wieder ein bisschen spielen sollte, weil es ganz, ganz viele Kits gibt, die noch 100-mal schöner und besser zu spielen sind. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Checkt auf jeden Fall die Links unten in der Videobeschreibung. Checkt Prepaid Hoster aus. Checkt mein Instagram aus. Checkt alles aus, wenn ihr Bock habt. Und ich würde sagen, haut rein, Leute. Macht's gut und ciao.